So. Kurz Pause gemacht. Und wieder ein bisschen Tee geschlurft. Das Schöne daran ist, es tut dem Hals richtig gut, so einen schönen warmen Tee oder einen heißen Tee. Der Nachteil allerdings, man kann relativ häufig, die Toilette besuchen halt. So, mein ach so guter Freund. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie bin ich mit seiner Arbeit, also ich finde, sie ist, sagen wir mal, gelinde ausgedrückt suboptimal. So, und ich glaube, ich brauche jetzt erstmal keine Setzlinge mehr zu sammeln. So, jetzt haben wir das. Ist das denn überhaupt richtig gewesen so? So, okay. Ich gehe hier rum, ich gehe hier rum, ich gehe hier rum. Dann haben wir hier hinten noch eventuell einen Weg, den wir so lang führen könnten. Ich wäre auch stark dafür, dass wir das so machen. Dass wir dann hier eventuell nochmal... Oder nee, muss das sein? Das heißt muss. Muss sowieso nicht, aber... Vielleicht dann hier nochmal drei, aber dafür wäre es zu... Ich höre doch schon wieder irgendwelche Skelette hier rumkriechen. Skelett? Hallo? Hallo? Ach, guck an! Ja, mein Bester, hä? Mein Allerbester. Gut, okay. Hier muss ich mir immer noch was einfallen lassen. Weiß ich immer noch nicht, wie ich das mache. Und... Ja, jetzt geh doch mal, geh doch nicht hoch. Mein Gott. So, und hier habe ich mir gedacht, wegen der Symmetrie, die ich benötige, um auch optimal, hoppala, den Zauber, das Zauberbuch irgendwie... Dein Ernst? Ich dachte, dass ich das so, hier so irgendwie in der Ecke mache. Ja, dass ich eventuell hier oder hier eventuell in der Ecke, dass man so nach links oder rechts geht, wisst ihr, wie ich meine? Und hier so lang geht und dann nach links oder nach rechts. Dann hat man hier halt so auf so eine Dreierbasis oder auf eine Fünferbasis. Dann halt hier so die kleine Verzauberungsecke und hier hat man dann immer noch schöne Panorama-Aussicht. Da müssen wir hier gucken, wie wir das machen. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Und ich muss jetzt erstmal nach oben. So, zack und zack. So, das sieht natürlich ein bisschen dämlich aus, ist aber leider notwendig, denn... Zack. So, das mache ich dann mal. Und hier, ach ja, hier, was, ja doch, hier mache ich das so. Und wie gesagt, hier wollten wir eventuell eine Glasüberdachung. Da weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Ich würde es aber gerne machen, dass wir so hier ab... Ich muss aufpassen. So, dass wir dann diesen Raum... Hier halt so mit so einem, dass wir dann halt, ne, so Dach und dann hier so flachmäßig, glasmäßig rüber. Doch, ich würde sagen, das sieht richtig, sehe mit Sicherheit richtig schön aus. Schade, dass ich jetzt kein Seil, ein Pfeil habe, Pfeil und Bogen. Ah, da hätte ich jetzt meine Späßchen. Aber man kann ja nicht alles haben. So, und ich fürchte, die Bäumchen werden nicht reichen. Aber nicht schlimm. Wir haben hier unten noch ein paar Bäume. So. Dann lassen wir uns hier auch was Schönes einfallen. Bäh. Was ist das denn? Bäh. So. Autsch. Wusste ich doch. So, dann haben wir das auch. Licht müssen wir hier natürlich auch reinbringen. Obwohl, das war eigentlich... Ich weiß nicht. Ist das nicht... Nee, doch, das ist richtig. Weil wir wollen ja nicht hier die Decke haben, sondern da. Und dann hier... Ja, ich guck erstmal, ne? Wie gesagt, ich bin noch ein bisschen... Alter, der Golem. Geht gar nicht. So. Dann kloppen wir nochmal ein paar Bäumchen. Ist ja nicht schlimm. Ach ja, ach ja, ach ja, so. So, und wie gesagt, die Setzlinge werde ich jetzt nicht mehr einsammeln, denn wir haben momentan mehr als genügend Bäume. Ansonsten hast du hier den blanken Horror.
wenn du hier überall Bäume hast. Ich meine, Horror habe ich hier sowieso. Eigentlich brauche ich keine Horror-Let's Plays. Ich muss nur einfach ganz normal, wie ich sonst spiele, immer spielen. Dann ist das schon blanker Horror. Horrorspiele würde ich ja auch gerne mal spielen, ganz ehrlich. Ich meine, ich habe ja immer wieder gesagt, ich bin Hasenfuß. Ich bin bekennender Hasenfuß, ganz ehrlich. Das hier ist auch wirklich alles nicht gespielt. Ich meine, gut, manchmal habe ich dann halt so die Rampen, den Rampensaum-Modus, wo ich dann sage, so, jetzt gehe ich metzelnd durch die Meute. Aber im Großen und Ganzen ist es tatsächlich so, dass ich alles schön gemütlich und vorsichtig angehe und mich dann tatsächlich auch erschrecke vor Zombie-Geräuschen. Ich meine, natürlich, die Zombies an sich sind natürlich Pillepalle, ne? Müssen wir uns nichts vormachen, die Skelette auch und Creeper halt, wenn man ein bisschen aufpasst, ebenfalls. Ja, also es gibt eigentlich nichts, was da jetzt einem wirklich Furcht einflößen lässt, aber naja, ich sag mal so, vor richtigen Horror-Games, ja, das ist ja schon wieder eine ganz andere Sache. Und nichtsdestotrotz würde ich die natürlich gerne mal machen. Allerdings, wie gesagt, gut, lassen wir ihn so. Ja, wie gesagt, du gehst jetzt nicht da drauf, ne? Du verarschst mich doch. Du hast doch einen Schaden. Du hast doch wirklich einen Schaden. Tu's nicht. Jetzt mal ganz im Ernst. Ich meine, was machst du da? Ich meine, das muss ich... Das ist doch mal... Das ist doch... Der hat sie doch echt nicht mehr alle. Junge, ich rede hier gerade von Horrorspielen und dann kommst du. Nein, aber ich würde wirklich mal richtige Horror-Games zocken. Wie gesagt, ich habe ja einmal bei Five Nights at Freddy's versucht. Allerdings bin ich halt der Meinung, auch bei anderen Let's Playern, nicht nur jetzt bei mir oder so, ein Horror-Let's Play sollte definitiv mit Facecam angeboten werden. Weil es gehört einfach dazu, ja? Viele sagen ja, ne, Facecam, man muss sich immer seine Fresse irgendwie in die Kamera halten. Mag zwar schon sein. Oh, Entschuldigung. Aber, wie gesagt, ist halt Geschmackssache. Die einen mögen es nicht, die anderen mögen es. Ich gehöre zu der Fraktion, die es mögen. Bin allerdings auch der Meinung, dass ein Horrorspiel mittlerweile ohne Facecam, ich trinke mal eben kurz was, nicht wirklich mehr, ja, ich weiß nicht, ist uninteressant irgendwo. Lecker. Und da, war ich halt... Moment mal, jetzt muss ich mal ganz kurz was überlegen. Ganz kurz nur. Ja, ich kann das ja... Ich muss das sowieso irgendwie anders machen mit dem Tisch. Weil ich ja wirklich da nicht symmetrisch stehe mit dem Tisch. Das ist blöd, ist das. Warum ist das hier nicht symmetrisch? Damn. Vielleicht mache ich auch nicht alle so. Vielleicht ist das doch ein bisschen too much. Vielleicht mache ich so, dass ich dann irgendwo zwischenzeitlich ein paar Fenster wegmache und dann vielleicht hier nur Dreierfenster und dann dafür ein Bild hin oder irgendwie sowas in der Richtung. Oder ich mache eine Viererwand komplett und dann mache ich dann hier so ein Viererbild hin oder irgendwie sowas. Ich glaube, das ist schon ein bisschen... Ja, ich muss mal gucken. Naja, aber ich komme wieder von Hötzchen auf Klötzchen, merke ich gerade. Ja, Horror-Movies. Nein, Horror-Games. Müsste man wirklich, Horror-Let's Plays. Jetzt habe ich es jetzt. Was? Komm mir meine Arme. Ich spring dir auf den Kopf. Au. Bist mir gerade auf den Fuß getreten. Ja, pass mal auf, ey. Nimm mal ein bisschen was ab, du Dicken, ey. Mann. So, wir mögen uns. Natürlich. Dann, ja, der Horror. Der Horror. Gut, dann schaufel ich hier nochmal ein bisschen. Und ja, wie gesagt, ich glaube, ich mache mich gleich in die Bedachung. Das geht so nicht. Und naja, wie gesagt, ich wollte ja Five Nights at Freddy's mal spielen, antesten und da angespielt. Aber wie gesagt, mit meiner Handycam, die nichts beleuchtet und mit dieser komischen schwachen Beleuchtung hier im Raum, ohne Softbox und so, ohne richtige Beleuchtung, da geht nichts. Gesicht war so gut wie schwarz, nicht zu erkennen und hätte ich die Festung auch gleich weglassen können. Und ganz ehrlich, weil ich meine, ich habe ja Five Nights at Freddy's dann offscreen gespielt, also privat. Und naja, es ist eigentlich... Ich mag solche Spiele nicht. Ich mag solche beklemmenden... Wo man so voll die Paranoia kriegt. Ich
weiß nicht, ob ich so ein Freund davon bin. Es ist dunkel. Aber ich weiß zumindest, dass es macht ja auf eine Art Spaß. Also das Schauen von Horrorless Place macht mir insofern Spaß, dass ich natürlich angespannt bin halt, wenn richtig gute Horror-Games gespielt werden und auch richtig gespielt werden, dann ist man natürlich dabei und wenn man sich erschreckt, dann ist natürlich Kacke, aber hinterher entspannt man sich ja total und muss dann teilweise selbst über die Szenen lachen oder ist erleichtert, dass es dann halt vorbei ist, der Schreck und so weiter und so fort. Und ich finde das schön und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass man gerne andere Leute, vor allem andere Let's Player, dann halt auch gerne leiden sieht, ja. Und ich wette, es gibt den einen oder anderen draußen, der mich sehr gerne leiden sehen möchte. Und ich habe gedacht, ja, das fehlt einfach. Es fehlt ja auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Es fehlt einfach in meinem Programm vernünftige Horror-Let's Plays. Dann hätte ich auch schon Outlast und so weiter gezockt oder Cry of Fear. Ich weiß, ein bisschen älter die Titel, aber momentan fällt mir auch nichts anderes Horrormäßiges ein. Und ihr könnt ja, ouch, ihr könnt mir ja mal irgendwie in die Kommentare oder so schreiben, falls euch irgendwie ein Horrorspiel einfällt, was richtig genial ist, wo ihr sagt, Junge, das musst du gespielt haben. Einfach in die Kommentare damit. Ich bin sehr gespannt, weil da habe ich ehrlich gesagt nicht so die großartige Ahnung. Ich meine, bald soll ja auch Five Nights at Freddy's 3 rauskommen. Wann genau, weiß ich nicht. Wie mache ich das? Genau, ich mache hier so eine normale, so eine vier Runden, wie fängt das so? Dann mache ich das so, ja doch, das könnte gut sein, glaube ich, oder? Kann das gut sein? Kann das gut sein? Kann das nicht gut sein? Ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt, also pass auf, vor allem ist hier wieder die Frage, was für ein Dach machen wir? Ja? Das ist die Frage, die mich momentan plagt. Mache ich so ein Dach hier mit solchen Ziegelsteinen? Ich bin momentan noch am Überlegen, falls ihr es noch nie mitbekommen habt. Ach man, das sind so viele Sachen, die ich noch gerne erledigen möchte. So viele Dinge. Ich muss mal eben gucken. Ich muss mich mit der Schund ablegen. Ja, Schande. So viel schon kann ich bald nicht mehr ablegen. Nee, das brauche ich jetzt. Vielleicht lege ich das hier ab und dann noch irgendwas. Das hier. Das gibt's doch mit Sicherheit schon hier, oder? Und die Knochen gibt's mit Sicherheit auch schon. Und Steine gibt's mit Sicherheit auch schon. Steinstufen? Nicht. Steinziegel? Nicht. Gibt es hier irgendwas, was hier oben schon in der Kiste ist? Nee, muss ja auch nicht. Gut, das reicht. Dann würde ich sagen, erstmal nochmal die Replikantenkühe ein bisschen ranzüchten. Ja, immer schön vorsichtig. Mir ist schon vor etlichen Folgen aufgefallen, beziehungsweise einer meiner Kinder ist aufgefallen, dass ich keinen Helm mehr habe und ich trage auch schon keine Boots mehr. Das heißt, ich bin richtig... Was mache ich hier? Ich bin richtig schutzlos, wehrlos. Das ist nicht akzeptabel. Verdammte Axt. Nee, ich lass mal hier auf. Ich tue die ja gleich wieder zurück. Ja, ja. Ach, ernsthaft. Ich wollte ganz elegant hier rüberspringen. So, du. Ach, du Schande. So, nochmal. Liebe. Los, Leute, wir brauchen Leder ohne Ende, liebe Leute. Nein. Hui. Muss aufpassen. So, geh mal weg. So, dann haut mal rein. Wenn man das so betrachtet, die Kühe und dann so das Pferd, das ist schon ein bisschen arm, ne? Also ich, wisst ihr was, ich mach das mal eben. So leid es mir tut, bläh. Seid mir da bitte nicht böse. Ja, lass mich mal los. Ich hole mir die anderen beiden Sattel. Und dann werde ich mir zwei andere Sossen holen. Ach nee, hier geht's ja nicht lang. Ja, ja. Ich dich auch, Schafi. Ich dich auch. So, hallo, Emma. Na, du? Bio-Kuh und so, ne? Ist klar. Freilaufend, nichts Repliziertes. Dumm-di-dumm. Ja, so. Hundis. Habe die Ehre. So, dann einmal schnell runter. Ach ja, unser erstes Lager. Was war das noch schön?
Weil ich fand das hier ein bisschen gemütlich, muss ich ganz ehrlich sagen. So, zack und zack. Und für einen muss ich mich ja entscheiden. Dann nehme ich die diamantene Rüstung mit. Aber ich bin halt ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen wählerisch auch. Ja doch, Hundis habe ich? Ach, leider nicht. Ja, Hundis, ich schenke euch ja Beachtung, nur halt nicht jetzt. Sorry. So, dann gehe ich hier mal rüber. Na, nicht abtreiben lassen. Ist sowieso nicht gut. Abtreibung ist ja auch so ein ganz, ganz heikles Thema, was aber sehr gerne und sehr oft thematisiert werden soll. Wird, nicht soll. Es wird halt sehr oft thematisiert. Boah, ich weiß nicht. Ich habe mir das schon mal Gedanken gemacht, ob ich das auch mal thematisieren möchte. Wobei, das ist bei mir gar nicht großartig Thema, weil ich habe da meine Meinung und die ist eigentlich, wow, hier muss ich aufpassen. Also ich bin ja prinzipiell gegen Abtreibung. Wenn es nicht einen wirklich, wirklich, wirklich triftigen Grund hat. Und da gäbe es für mich tatsächlich nur Schwangerschaft durch Vergewaltigung. Boah, damit thematisiere ich das doch tatsächlich. Bleib doch mal stehen, du blödes Pferd. Und, naja. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wie komme ich jetzt eigentlich auf das Thema Abtreibung, verdammt? Was soll denn das? Komm, lieber einen schwarzen Zossen, bevor ich hier noch abgetrieben werde. So, oder der braune? Ne, der hier, der sieht auch nicht schlecht aus, ne? Aber der schwarze, der ist mir ein bisschen zu schwarz. Ey, sorry, du bist ja eine Schindmähre, eine schwarze. So, Pferde. Pferde. Du siehst ja schön aus. Nein, da bist du. Da, oh, bist du ein hübsches Pferd. Dich kann man noch nicht. Nein, 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 kann man noch nicht. Pass auf. Gut, guck mal. So. So, ich will dich jetzt besteigen. Ich will dich besteigen. Nein, ich will dich... Bleibst du hier? Ein wildes Pferd, das gefällt mir. Ja. Siehst du, es macht keinen Sinn, dich zu wehren. Nein, es macht keinen Sinn, dich zu wehren. Jetzt sei lieb, sonst landest du auf dem Teller. Na? Überzeuge ich dich endlich mal? Ach, wie schön. Ach, wie schön. Guck an. So, hier, da hast du deinen Sattel. Bling. Gut, dann komm mal mit. Jeha! Ach, ist das schön. So, kann man damit eigentlich auch über die Schlucht springen? Ich probiere es mal aus. Ja, natürlich mache ich das nicht, Leute. Ich bin zwar blöd, ja? Also nicht durchgehend und richtig krass blöd, aber schon ein bisschen blöd, das gebe ich schon zu. Aber so blöd, nee. So. Hui. So, okay, da haben wir so ein komisches... komisch gesprenkeltes Pferd. So. Kann ich dir den Apfel geben? Kling. Nein. Bäh. Wie doof. Sag doch einfach, du willst keinen. So, okay, das Pferd ist jetzt nicht unbedingt, ja, erste Wahl, aber haben wir denn hier schöne Pferde? Ich bin schon wieder... Okay, das könnte ich jetzt da... Ihr seid alles blöde Tiere. Du machst mir echt Kummer.